Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Für Nüsse, dem Podcast mit Dirk und Klaus. Bei mir sitzt Dirk und auf meinem Platz sitzt Klaus. Jetzt hast du es gesagt, du hast gesagt herzlich willkommen und letztes Mal, als ich gesagt habe herzlich willkommen, sagst du, das sage ich nie. Jetzt hast du es gesagt. Es färbt ab. Genau. Ja, er überlegt gar nicht mehr, ne? Sobald er irgendwas auf dem Ohr hat, sagt er herzlich willkommen. Ja, ja. So, das was auf dem Ohr, Mikro direkt vor der Schnute. Ja, was hältst du dein Handy da? Willst du irgendwas machen? Wir haben wieder eine Zuschauerfrage, aber das ist eine, die können wir relativ schnell lösen, glaube ich. Achso, die müssen wir nicht keine zur Hauptfrage machen. Stünde. Weiß ich nicht. Also kommt drauf an, wie hitzig wir jetzt darüber debattieren, aber. Unser einziger Zuhörer, Oscar Brown. Oh, meine Herren. Ja, ich würde auch gerne mal eine Frage von jemand anderem vorlesen, wenn uns jemand eine schicken möchte. An @fürnüssepod auf Twitter oder fürnüsse@gmail.com. Hm, ja, also, die Frage hat zwei Teile. Teil 1. Welche Superkraft hättet ihr gerne? Würdet ihr gerne fliegen oder unsichtbar sein? Teil 2 ist die Einschränkung. Ihr könnt nur rückwärts fliegen, mit dem Hintern zuerst, und unsere Höchstgeschwindigkeit wäre 30 Kilometer pro Stunde. Und wir könnten nur unsichtbar sein, wenn wir nackt sind, aber unsere Hoden sind nicht unsichtbar. Klingt ein bisschen, als ob er irgendwie eine Wette verloren hat? Ja, oder eine Folge ZDF Neo, nicht Paradise. Wie heißt das mit Jan Böhmermann? Keine Ahnung. Da gibt es halt immer, der Gast kriegt dann immer, entscheide dich entweder oder, sonst foltert dich die Taliban. Irgendwas war das früher. Und da gibt es halt meist so eine kuriosen entweder oder. Okay. Weil, also, weiß nicht, Leben lang küssen, aber dafür halt nur, keine Ahnung, Mettbrötchen oder, naja, ich habe jetzt aber echt nur den... Nur Mettbrötchen küssen? Ja, also, aber jetzt habe ich den ganzen, was war das? Die ursprüngliche Frage, hättet ihr gerne Superkräfte, oder? Nee, welche? Also mit der Wahl. Aber wir müssen auswählen. Unsichtbar sein oder fliegen können. Aber die ist dann auch nochmal unterteilt, ne? Genau, und die Einschränkung ist, wenn wir fliegen, dann können wir nur rückwärts fliegen mit dem Arsch zuerst und maximal 30 Stundenkilometer. Was gar nicht so schlecht ist, weil man sowieso nicht so gut, muss sich ja öfter mal umdrehen, um noch was zu sehen. Ja, ich würde mit Spiegel fliegen, ganz klar, ne? Schulterblick, Christian, Kampf. Stimmt, gutes Argument. Ja. Oder unsichtbar, aber wir sind nur unsichtbar, wenn wir nackt sind. Ja. Aber unsere Hoden sind nie unsichtbar. Also sind wir eigentlich nicht unsichtbar, sondern schwebende Hoden. Darf ich denn den Hoden abdecken? Nein, der ist Teil meines Körpers. Dann bist du ja nicht mehr unsichtbar. Ach so. Okay. Wenn du den Hoden abdeckst, bist du nicht mehr nackt. Ja. Und dementsprechend nicht mehr unsichtbar. Ja. Jetzt ist die Frage... Ich finde das schon beim Duschen problematisch. Was? Wenn ich dusche, aber unsichtbar bin, bis auf meine Hoden. Du duschst nackt. Also ich fände das problematisch. Ich gehe da gar nicht drauf ein. Ja. Also teilweise auch gefährlich, was so die Rasur angeht. Also ich glaube, also zum Beispiel die Tatsache, dass der Hoden immer sichtbar ist, jetzt alleine für die Superkraft dann jetzt nicht beim Duschen oder keine Ahnung, was dann noch nackt passieren könnte. Kann ich das variieren? Also ich meine, das heißt ja von wegen, wenn ich nackt bin, funktioniert es nur. Aber kann ich, wenn ich nackt bin, es auch ausschalten quasi? Das ist... Aber dennoch glaube ich, das ist ja was ich nicht perfektionieren kann, sondern das ist dann da. Aber das Rückwärtsfliegen kann ich ja vielleicht perfektionieren. Über Spiegel, weißt du? Ja. Dass ich dann mit dem Gehirn irgendwann so drauf fixiert bin, dass ich sage, von wegen, ich weiß ganz genau, von wegen, wenn ich jetzt hier linken Arsch hoch, dann wird es eine richtig steile Kurve und sowas, dass ich das richtig perfektioniere und diese 30 km/h auch in engsten Gassen nutzen kann oder sowas. Also wenn ich jetzt mal auf Bodennähe fliege. Ich glaube, ich würde es fliegen nehmen. Ja. Das war gerne mit dem Fliegen würde ich mich anschließen. Also 30 km/h ist ja jetzt auch nicht so langsam, wenn man schneller gehen möchte, als man laufen kann. Wenn man schneller gehen möchte, also, als man laufen kann. Schneller fliegen möchte, als man laufen kann. Also einfach mal so zum Überbrücken. Man hat ja schon so eine Radfahrgeschwindigkeit mit 30 km/h. Ja, stell dir vor, du kommst, du hast jetzt echt wenig Zeit und 30 km/h, ich meine, das Geile ist ja beim Fliegen, da gibt es ja wenig Ampeln und sowas. Ja, ne? Und also du kannst ja Luftlinie. Genau, du musst genau. Ja, Straßen halten, ja. Wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, zur Lüchner Straße, einmal zum Casting, dann denkst du, pff,
fahre ich nicht irgendwie wegen Verkehr 45 Minuten vorher los oder 30 Minuten. Schön 20 Minuten vorher mache ich Fenster auf dem Innenhof und dann kommt mein Geschwindigkeitsspiegel noch zum Einsatz und dann winke ich noch einer Taube. Man kann dann ja auch aufsteigen wie ein Heißluftballon, wenn man sich einfach flach auf den Boden legt und dann... Wie ein Stealth-Bomber oder sowas. Ja. Ja, okay, es wird dann kein so... Wird mal, Aber das wäre doch geil. Und man wäre auch keine Bedrohung. Also ich glaube für alle, man wird irgendwann wird der eine oder andere sehen, dass man fliegen kann. Mhm. Aber wie die ganzen Geschichten, wenn es darum geht von wegen, oh Gott, die Superhelden bedrohen die Welt oder die normalen Bürger, weil die halt uns im Vorteil stehen und wie Götter die Erde beherrschen könnten, wäre ja nicht der Fall, weil der Trottel kann nur 30 fliegen und das auch nur rückwärts. Also da ist dann wahrscheinlich eher mal den Spaß, dass wir mit Paintball-Kugeln abgeschossen werden oder so. Ah, hab ihn. 30, ist ja echt keine Geschwindigkeit. Oder so eine Drohne uns daher fliegt. Da war gestern irgendwie so eine Doku-ID oder sowas, die Drohnenkrieger und sowas. Das war echt gruselig. Naja. Ach so eine meine ich gar nicht. Aber. Ach so, okay, ja sowas. Ich meine so eine, die Privatdrohnen. Wie schnell sind die denn, diese kleinen Dinger? Das wirkt ja immer so schnell. 30 auch, würde ich sagen, kriegen die auch hin, oder? Ja, ich aber weiß auch, nicht, aber wie lange, schneller, oder? Weil ich wäre dann vielleicht eher so einer, der dann sich im Mauerpark schön sein Superkostüm reinzwingen würde. Genau. Und dann würde ich die ganzen scheiß Drohnen wegtreten. Das finde ich ja total bescheuert. Wenn wir irgendwie auf dem Platz sind, trainieren, was wir letzten Sommer oder vorletzten Sommer das erste Mal gemerkt haben, und dann merkst du plötzlich, ja, da steht der Achim mit deiner Drohne und filmt erstmal oder irgend sowas und denkst, ah, das ist irgendwie, verstehe ich nicht. Du siehst ja auch gerne ältere Herren, die eine Drohne haben. Was immer ein bisschen eklig ist, finde ich. Ist halt ein Spielplatz in der Nähe. Ja, ich wollte es nicht sagen, das, aber das macht es besser. Das ist das Einzige, was gleich rauskommt. Ja, ja gut. Also du meinst, das ist so eine, die haben wir erschöpfend beantwortet. Weiß ich nicht, was kann man dazu noch sagen? Also ich finde Unsichtbarkeit ist sowieso nicht so eine super Kraft. Finde ich nicht so toll. Die Sache ist in engen Räumen oder sowas, musst du dich nur irgendwo dahin stellen, wo dein Hoden verdeckt wäre auf deine Höhe. Und zack, ist es schon wieder okay. Aber was willst du denn machen mit Unsichtbarkeit als Superkraft? Naja, also ich meine, mit Fall. Fliegen kann man ja noch was machen. Ja. Kannst Leute aus einem brennenden Auto ziehen und dann mit ihnen... Du ziehst sie dann auch wie so ein Rettungsschwimmer? Ach, du denkst gleich an irgendwie helfen und sowas. Dann doch. Nicht an irgendwie eine Umkleide gehen oder so, wenn du nackt bist. Ach so. Ja, aber ich würde das... Oder also guck mal, du gehst ins Freibad und dann denken sie alle, da schwimmt ein Hoden. Was ist denn das? Du meinst so, schön auf dem Rücken liegen und einfach nur die Hoden oben treiben lassen. Ja, das ist auch schon wieder lustig. Aber sie müssen ja auch erstmal treiben können. Ricky Gervais hat ja beschrieben, dass er mittlerweile in dem Alter ist. Er weiß nicht, wie die Konsistenz sich da unten verändert, aber dass wenn er jetzt in eine Badewanne steigt und irgendwie sich ein Schaumbad macht, dann heben seine Hoden ab und schwimmen oben auf dem Wasser. Ich dachte, was ist da denn los? Das habe ich echt noch nie erfahren, dass das irgendwie so... Ja. Ich finde schon die Vorstellung unheimlich, dass Ricky Gervais sich ein Schaumbad einlässt. Der macht wohl regelmäßig irgendwelche komischen Grimassen auf Instagram, wenn er in der Badewanne ist. Das ist sein Hobby. Permanent jeden Tag baden und Grimassen machen. Oh, jeder, wer mag. Also du wärst so der Rettungssanitäter von Isernhagen. Ja, oder ich meine, wenn du jetzt sag mal, du willst jemanden überfallen, ist doch Fliegen auch praktischer als unsichtbar sein mit freischwebenden Hoden. Ja. Vor allem dann trittst du ja ständig irgendwie eine Scherbe in Berlin. Stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Naja, du kannst ja auch, ey, du musst ja echt nicht schnell sein, ne? Du gehst halt irgendwo hin und ziehst jemand das Handy ab und dann bist du halt 3 Meter über ihn. Ja. Sag, oder wenn jemand auf dem Balkon grillt, einfach hin, nimmst dir ein Stück Fleisch vom Grill, fliegst wieder weg. Wie eine räuberische Katze. Ja. Ja, das ist, ja. Das ist auch total gut, dass wir, da wir beide Höhenangst haben. Also man müsste halt dieses Urvertrauen haben, dass diese Kraft permanent anhält und nicht irgendwie die ganze Zeit durch Training aufgerecht gehalten wird oder durch irgendwelche Gedanken auf, keine Ahnung, Luft oder so ein Quatsch oder Vöglein hier und so. Das, ja, ich glaube, ich würde am Anfang die ganze Zeit irgendwie so ein, zumal du ja beim Fliegen, er sagte rückwärts. Ja. Aber das bedeutet ja nicht automatisch, dass ich wie Superman in der Luft liege. Ich glaube, es steht auch rückwärts hintern voraus. Aber das kann ja trotzdem sein, dass ich in so einer leicht stehenden
Bückhaltung bin und der Hintern ist... Die Kutscherhaltung quasi. Genau. Ja. Und der Hintern so, ich bin so in Squat-Haltung und der Hintern fliegt voraus. Ja. Das, zumal ja auch diese Haltung keine Kraft... was ist hier los? Helikopter? Du dran bist? Was? Nee. Ist das ein Handy? Ist das wieder... Meins nicht? Ja, ich habe keins dabei. Dann ist es mein Herzschrittmacher. Ich stelle mal ganz kurz meine Mobilfunkdaten wie du, auf. Wie du den Finger auf mich gezeigt hast oder aus dem Mikro. Da, hörst du es nicht? Ich dachte, du wärst, ich dachte, es klang so, als ob du am Dings bist. Ach so. Am Mikrofonständer. Ja, ich bin dicht dran. Ja, also ich glaube, ich würde in so einer gebückten Haltung fliegen. Hm. Weil ich gleichzeitig ja mich nicht anstrengen muss. Es ist ja keine, ich bin ja dann frei. Du, genau, du hast ja keine, ja. Erdanziehungskraft und dann könnte ich so in so einer, es wäre dann wie so eine Sitzenhaltung für mich. Als wenn ich auf so einem Beanbag sitze. So würde ich da fliegen. Ganz gemütlich. Und ich würde mich, meinst du, wenn man alkoholisiert ist, wäre es schwieriger zu fliegen? Nee, in der Regel sind die meisten Sachen ja leichter, wenn man alkoholisiert ist. Also Autofahren, zu Fuß Abitur. Unterwegs sein. Ja. Ja. Die Sache ist aber auch, man ist ja nicht unverwundbar. Wir können nur fliegen. Ja. Ich würde das, glaube ich, voll lassen. Also betrunken, beziehungsweise glaube, das geht generell. Ich glaube, betrunken, vielleicht schaltest du mal nicht und denkst, du kannst auch vorwärts fliegen und stürzt dann aber ab. Mm. Bis dir wieder einfällt, dass du nur rückwärts fliegen kannst. Ja, ja. Als du es halt oben bist und sagst, ich mache jetzt die Kurve mal schnell. Ne, aber wenn du nur rückwärts fliegen kannst, das heißt ja nicht, dass du dann irgendwie Ansätze nach vorne fliegen könntest, oder? Ja, eben, aber du würdest dann halt in dem Moment, wenn du dich nach vorne bewegen willst, stürzt du halt ab. Ich dachte, man könnte sich gar nicht nach vorne bewegen. So wie ein Hai, der nicht rückwärts, der nur rückwärts schwimmen kann. Genau. Also rein theoretisch sagt man ja von wegen, Hai, Meter rückwärts ziehen, er ist tot. Aber fass den mal, den alten Lümmel, wenn er dir die Schwimmflossen abkaut. Der Lümmel trinkt das Wasser. Ja. Ja, aber ich also finde, haben wir alles zugesagt, oder? Okay, aber du meinst jetzt nicht, dass das Oscar jetzt irgendwo sitzt, uns hört und weint. Also jetzt weiß ich nicht. Naja, jetzt ist er jetzt, wenn er es hört. Ja, aber ich finde, Unsichtbarkeit ist sowieso nicht so eine reizvolle Kraft. Wir müssen also, nicht. Wir müssen wir uns können auch gerne aus dem Knie rauszwingen. Ich hätte da eine Frage. Ja, naja, dann... Ich meine, eventuell kommt das Thema darin auch wieder vor oder so, weil meine Frage ist, und ich sage bewusst... Was machst du gegen das schwebende Hodensyndrom? Rückwärts fliegen mit dem Arsch voran. Ja. Was ist dein All-Time-Favorite-Computerspiel? Ich sage bewusst Computerspiel, weil wir das... Das war meine Frage für letzte Woche, wo ich dich noch gefragt habe, machen wir was Tagesaktuelles? Hast du nicht gesagt. Oder ne, habe ich nicht gesagt. Ich hatte sie ein bisschen anders formuliert. Aber das beweist ja unsere Theorie, dass wir uns dumm des sind. Öfteren mal... Ja. Oh, da ist dir fast die Batterie aus dem Schlüpper gefallen. Ich entschuldige mich. Rede mal drüber über den. Ja. Und zwar Computerspiel, nee Quatsch, ich wollte gerade sagen, weil wir uns ein Hundehirn teilen. Ich habe bewusst gewählt Computerspiel, weil ich auch gedacht habe, Konsole oder sowas, sondern wir haben... tatsächlich Computer, okay. Nein. Also ich meine alles, aber wir haben als Kinder, Jugendliche, als damit anfing, immer noch Computerspiel gesagt, weil wir halt diesen Begriff von Konsolengaming halt nicht irgendwie parat hatten. Also ich glaube... Echt? Hast du mit dem Computer angefangen? C64, ja. Okay, ja, stimmt, ja, wir haben das, ja... C64-Kumpel hatte einen 128er, später hatte ich einen Amiga 500, dann erweitert auf ein Megabyte, 500 plus. Ein Kumpel hatte einen 600er, also oder den ersten 386er und ich glaube parallel, als er den 386er hatte, hat er sich einen NES geholt. Aber ich hatte, ich glaube, mein erster war ein PS1 und ein Gameboy. Ist ja quasi Gameboy, ein portable Konsole. Der liegt hier auch noch irgendwo rum. Ja, meiner liegt, ich weiß, aber da ist das Cover irgendwie abgerutscht. Also diese Schutzschicht da von dem Bildschirm. Ich glaube, meiner funktioniert noch, da sind die Batterien mal ausgelaufen, den muss ich mal einfach auswischen. Nee, es war für uns so eine fremde Welt, deswegen haben wir immer Computerspiel gesagt. Oder man hörte, spielt nicht so viel Computer. Und irgendwann hast du gesagt, wir spielen nicht Computer, wir spielen Konsole.
Oh, dann bitte, die Herren, spielt mehr, spielt mehr. Nee, aber die meisten Spiele zuerst habe ich alle auf dem C64, beziehungsweise ich glaube, die meisten im Endeffekt dann auf dem Amiga gespielt. Ja. Und deswegen so die All-Time-Favorite, ich glaube, da sind auch ein paar Sachen, die ich halt ewig nicht gespielt habe, die würden mir jetzt noch richtig Spaß machen. Also ich habe eins, ich gerne mal sagen, weil ich hatte die Frage noch ein bisschen anders formuliert. Bei mir ging es darum, mit welchem wir quasi lebendig begraben werden möchten. Also was wir bis in alle Ewigkeit weiterspielen können. Okay, ja, das sind wahrscheinlich aktuellere Dinge. Genau, aber trotzdem so ein, bleibt auch da eins. Nee, eins einer meiner All-Time-Favorites, wo ich auch glaube, den könnte man theoretisch. Er hält wieder einen Stift in der Hand. Ja, besser als was ich letztes Mal einen Tee mit dem, den ich mir über den Latz gegossen habe. Ja, zwischendurch auch mal Kugelschreiber, jetzt hat er einen Bleistift. Ja, das war ein Werbegeschenk. Tetris. Frau Roske hätte gesagt, sie sollen sich auf ihren Händen setzen. Damals die Klassenlehrerin, die hat allen Leuten, die so geredet haben, gesagt, ja, warte, setzen Sie mich auf Ihren Händen und sagen es nochmal. Und die haben gezuckt, die Leute. Weil sie nicht setzen Sie sich auf Ihren fetten Mund und sagen Sie das nochmal, Frau Roske. Ja. Ah. So geht der Junge um mit den Lehrkräften von heute. Also. Tetris, mal als Vorschlag. Weil Tetris ist ja ein Spiel, was du theoretisch bis in die Unendlichkeit spielen kannst. Meine Schwester hat alle Level geknackt damals. Irgendwie, da gab es doch diese Level 10 sowas, dass du halt anfängst und sowas und das halbe Bildschirm oder dreiviertel des Bildschirms ist schon voll und du musst es halt lösen und dann noch mit einer ganz hohen Geschwindigkeit. Und sie hatte die höchste Stufe, also die höchste Level, höchste Geschwindigkeit geknackt. Nee, das war ein anderer Spieltyp. Es gab zwei Spieltypen. Einmal war das schon ein bisschen vorgefertigt, das Board. Ja. Und du konntest die Geschwindigkeit einstellen oder du konntest bei einer späteren Geschwindigkeitsstufe einsteigen, hast aber trotzdem mit leer angefangen. Also ich dachte, es wäre höchste Geschwindigkeit, höchste... Ja, yeah, also du kannst es einstellen, aber das ist ein anderer Spieltyp. Aber so das Schwerste. Ja. Schwerste. Ja, zumal du kannst ja auch, also rein theoretisch, kannst du einfach ziemlich schnell verlieren, ohne eine Möglichkeit zu haben, was zu machen. Weil die Blöcke ja zufallsgeneriert sind. Ja. Deswegen ist Tetris auch kein endloses Spiel, weil es ist in der Zufallsfolge ist es möglich, dass du einfach Blöcke bekommst, aus denen du keine Reihen bilden kannst. Das ist ja gemein. Tja. Das ist ja voll gemein. Aber nee, das wäre jetzt nicht mein erster Gedanke. Ich glaube, ich wäre so Tetris, einer meiner, aber... Ja, vielleicht mal so aufdröseln, was wir früher und später dann auch unheimlich gerne, welche Genres wir gespielt haben. Also ich fand Adventure Games immer so. Ja. Also Monkey Island, früher auch Manic Manson gesagt. Ah. Marilyn Manson's Video Game. Genau. Die Dinger, Leisure Suit Larry. Ja, das habe ich nie gespielt. Irgendwie, glaube ich, das Telekommando kehrt zurück. Das war irgendwie so ein kurzes Dingens. Ja. Da gibt es ja eine schöne Neo, hier, auch von Böhmermann da, dieses ZDF Neo Royal Game. Mhm. Da gibt es zwei Teile und das hat er halt damals so irgendwie, also haben die abgegeben zu einer kleinen Indie-Produktionsfirma, die das halt da beziehungsweise schreibt. Ich muss mal ganz kurz was für das... Die haben das da kreieren lassen und das halt im Stile von Monkey Island 1 und 2. Mit der Originalgrafik oder in dem Remake? Ich meine, die haben das in diesem Stil halt mit der alten Grafik und sowas und den Rätseln gehe zu, nimm, probiere das aus und so. Und das war schon sehr geil. Also das habe ich auch gern durchgespielt. Also wenn man so einmal den Knüpf so durch hat, beziehungsweise ist es ja dann, ist ja drauf gemünzt, man geht in den Raum und geht systematisch von links nach rechts. Womit kann man interagieren? Ab, genau, was kann ich alles nehmen, was sowas. Und dann bist du ja schnell durch. So, aber generell hat es dennoch voll viel Spaß gemacht. Mhm. So. Und das fand ich bei Monkey Island auch total lustig. Damals war es ja immer so drauf erpicht, dass wenn halt zum Beispiel, als du bei der Gouverneurin die Piranha-Pudel mit irgendwie so vergiftetem Fleisch betäubst, dass dann da so aufploppt von wegen, diese Tiere werden hier nicht gequält, sondern sie schlafen friedlich und sowas. Also solche Programmierer-Gags. Der gute alte LucasArts-Humor. Ja, die waren halt super. Genau, die Indiana-Jones-Teile 3 und 4. Ich glaube, der dritte war so dicht am Film, dass du halt einfach nur den Film parallel auf dem Videorekorder immer
pausieren musstest und konntest das Spiel durchspielen. Das war echt krass. Echt 1:1. Zum Beispiel, wenn er da halt in der Bibliothek, wo ist das, in Rom oder sowas, das große X. Ich glaube Venedig, aber. Venedig, ja, ja. Wo das große X dann sucht. Und dann geht er doch dann halt im Film auf die Wendeltreppe hoch und sagt, das X vor euch. Und sie stehen halt vor so einem großen X. Und das ist da halt dann auch, das ist halt einfach das X. Und du kannst halt auch dir den Poller, den Metallpoller von der Seite nehmen und das Loch da einschlagen. Und da musst du immer darauf achten, dass er halt, glaube ich, auf den Stempelschlag von dem Typen das synchron macht und so. Also es war halt so 1:1 aus dem Film, was halt einerseits cool ist, andererseits aber ist dann halt nicht mehr so ein Riesenrätsel, wenn du den Film kennst. Ja. Ja. Okay, nee, die kenne ich auch tatsächlich gar nicht, die Filmumsetzung von Indiana Jones. Okay. Aber hast du anfangs immer halt so, weil Tetris hast du immer leicht sowas gespielt oder hast du... Ich glaube, so eine meiner ersten Spielerfahrungen, also ich weiß, ich hatte einen Amiga mit so lauter Disketten. Also, nice. Ich würde sagen, 3,5 Zoll Disketten. Also, aber davon funktioniert, also halt so raubkopierte Disketten, davon funktionierte halt die Hälfte nicht. Oder es war halt nur Diskette 1 von 5 da. War es ein 500er oder? Ich glaube. Der 600er war schon ein bisschen komprimierter. So. Der 500er war schon ausschließlich. War es der 600er? Das war mehr oder weniger nur eine Tastatur mit Diskettenlaufwerk. Okay, ja, nee, das klingt schon kleiner. Aber ich weiß so, eigentlich meine ersten Spielerfahrungen, also so richtig war, als ich bei einem Freund auf dem NES gespielt habe. Mhm. Und dann hat so der Klassiker mit Super Mario World und noch so ein paar andere abgedrehte Spiele. An das Chip und Chap-Spiel erinnere ich mich noch gut. Weil man das auch zu zweit spielen konnte. Ja. Und man konnte seinen Koop-Partner hochnehmen und in die Gegner werfen. Das war für uns wie so eine Wurzel auf dem Kopf. War für uns als Kinder natürlich ein Mega-Gag. Ja. Also wir haben keine 5 Meter sind wir weit gekommen, ohne jemanden hochzunehmen und in den ersten Gegner zu werfen. Oh ja, ich habe teilweise echt davon geträumt, dass ich irgendwie so ein NES habe. Mhm. Das fand ich auch so geil. Ein Kumpel hatte das und da, ich weiß gar nicht, was wir da... Ich kann mich komischerweise gerade nur an dieses Car Crash Game daran erinnern, wo die ganze Zeit da im Kreis in so futuristischen Welt fährst. F-Zero. Sowas, wo du halt dein Autos immer auftunen konntest. Es ging wirklich um so ein Wegrammen und sowas. F-Zero sind ja diese Flugzeuge da, diese futuristischen Spaceship-Dinger. Und das war halt einfach nur wie so ein Dragster-Rennen. Und du musst immer weiter aufbauen und dann gab es halt irgendwie die ganzen Rock-Klassiker oder 80s-Rock immer im Hintergrund, aber einmal die Originale hast du so gehört. Ich weiß nicht, wie das GEMA oder ob die da so die Lizenzen für hatten. Die haben wahrscheinlich die Lizenz gekauft, für ein Jahr. Da hatte keiner gedacht, dass es länger. Ja, wahrscheinlich, ja. Und dann halt auch so, also eher auf dem 386er, weiß ich noch, Realms of the Haunting oder sowas, das war so ein Grusel-Adventure. Das war schon damals mit so kleinen Videosequenzen eingespielt. Live-Videos? Wie live? Also halt Full-Motion-Videos, wo Leute mit Schauspielern. Ach so, ja, also ja. Also richtige, genau. Das wäre ja auch ein Klassiker. Vor allem Resident Evil, das erste wird auch richtig gut, wenn man sich erstmal diese ganzen Full-Motion-Videosequenzen ansieht. Ja, den Leuten. Resident Evil habe ich damals noch gespielt, als das allererste, als es noch Biohazard hieß. So, also aus Japan importiert. Genau, ja. Mhm. Das hatte da halt irgendwie ein Kumpel. Aber was war denn das für eine Konsole? War das dann PlayStation 1? Dann die PS1, ja. Und das war halt, also da ich. Da, als Menschen sich noch wie Panzer gesteuert haben. Das war ja die Zeit, wo quasi, das war ja die Ur-Let's Plays, weil meist hat man solche Sachen immer zu zweit gespielt und einer hat nur zugeschaut. Und dann entweder danach 2-3 Stunden mal gewechselt, der andere hat nur zugeschaut. Und es war ja schon die Begeisterung, einfach zu sagen, mach mal das, probieren. Oder einfach nur zu, dieses gleiche Gefühl habe ich halt auch beim guten Let's Play, wenn halt die ganze Zeit irgendwie so kommentiert oder moderiert wird, sondern wenn da jemand auch echt spielt und man ist dabei. Und das war halt früher komplett drin, dass du einfach nur neben dem Kumpel gesessen hast und der hat dann dieses Spiel gespielt oder beziehungsweise bei Biohazard, also Resident Evil war es immer so, wenn du auf eine Tür geklickt hast oder auf eine Tür, dann war der Bildschirm schwarz, du hast nur die Tür gesehen und dann ging die Kamera langsam durchs Schwarze so durch. Und dann kam das Bild wieder und dann kann es auch sein, dass in dem Moment gleich zack ein Zombie da stand oder so. Und das und dann schieß und ja. Ja, und das hat mit dieser Panzersteuerung, wo man sich auf der Stelle drehen musste, wie so ein tollpatschiger Trottel und dann sich einrichten, schießen und nur so vor und zurück so ein bisschen wabern konnte. Ja, aber da haben wir dann aber auch Wochenenden dann verbraucht. Also irgendwie die ganze Zeit Tiefkühlpizza gefuttert oder sowas und irgendwelche Spiele gespielt.
ja, das war echt. Oder Spiele durchspielen, so, dass man. Aber also, es war ja damals auch noch richtig schwer. Ja. Die waren ja damals nicht dafür gemacht, dass sie, also heutzutage sind die Spiele eher so designt, dass sie jeder durchspielen kann, der sie kauft. Ja. Und damals war es ja echt noch aus den Arcades, dass es halt einfach so schwer ist, dass du die Leute dazu bringen möchtest, ewig Münzen reinzustecken. Ja. Und die für zu Hause waren halt auch so. Ja, genau. Ich kenne nämlich halt, die wenigsten Spiele haben wir durchgespielt. Ja. Wir haben irgendwann abgebrochen, weil das nächste Spiel da war oder wir halt kein Interesse mehr hatten. Wir dachten, da gehst du kaputt. Deswegen habe ich gerne dann auch bei manchen Spielen, die ich zu Hause gespielt habe, einfach nur daneben gesessen, weil ich halt einfach keine Geduld hatte. Ich dachte, ich gehe hier am Stock, ey. Da hatte ich mal für Super Nintendo Super Ghouls and Ghosts, was halt so ein notorisch schweres Jump'n'Run ist. Wo man als König Artus Guinevere vor dem Teufel retten muss. Ja. Und es ist schon, ich kann das an einer Hand abzählen, wie oft ich das erste Level geschafft habe. Das ist, du bist doch mit einer zufällig generierten Waffe gestartet. Wenn die scheiße war, hast du eigentlich schon verloren und konntest neu starten. Okay. Ja, Cracks haben es bestimmt gemacht, oder? Scheiß Waffe neu. Ich glaube, die richtigen Cracks kannst du mit jeder Waffe durchspielen, aber für mich als Kind, das war unmachbar. Ja. Also auch damals noch so, man musste sich das ja auswendig merken. Das wurde ja nicht angekündigt, was passiert. Okay. Sondern du gehst da lang und dann musst du halt einfach wissen, die dritte Plattform bricht sofort unter dir weg. Ja. Ich habe auch gerade daran gedacht, dass die ersten Nintendo-Erfahren waren bei mir alle Gameboy. Mhm. Und das allererste Super Mario Land, das war ja halt noch mit keiner Speicherfunktion nichts. Und wenn du halt irgendwie sehr weit gekommen bist, dass du dann einfach das Ding pausiert hast und dann halt an so ein Netzteil gesteckt hast, damit es halt über Nacht das Ding überlebt. Und dann nächstes Tag weiterspielen und dass dann der Gamer schon komplett glüht, wenn du ihn in der Hand nimmst und denkst dann, ach scheiße, oder wie oft ich halt bei Tatanka dann diesen Rhythmus dann nicht mehr hingekriegt habe und dann da verloren habe und dachte ich, nein, weil du hast dann zum Schluss vielleicht, wenn du richtig gut warst, hatte ich dann immer so 7, 8 Leben oder so und nicht wie manche Cracks dann 20 und das war dann echt hart. Aber da bist du auch dann, wenn du es dann gesagt hast, okay, ich spiele das nach einer Woche nochmal neu, bist du durch die ersten Level einfach nur gerannt. Ja. Also da war echt alles und dachte, okay, da oben ist das und das Secret Hidden Room oder was da damals waren. Ja, das war so. Oder du hast gesagt, okay, jetzt versuche ich halt so maximal Punkte wie möglich, aber das waren ja auch nur Punkte, die man quasi nicht wie später dann halt umsetzen konnte in irgendwas zum Kaufen oder zum Eintauschen oder so, sondern die war ja dann irgendwann diese Punktzahl egal. Du wolltest den Highscore haben. Nee, eigentlich wollte ich nur Tatanka halt aus seinem kleinen fliegenden Etwas da raus. Ach stimmt, das war der in dem Raum so ein lila Wesen, glaube ich. Also auf dem Gameboy nicht, aber in der Zeichnung. Ich hatte das auch Super Mario Land. Ja, das war zum Schluss war es ja dieses Wolkenlevel da, dass dann halt Mario dann irgendwie mit irgendwas fliegt und dann halt 1000 Dingern so ausweicht. Mhm. Und dann war es halt ja auch, dass es so ein Vorendgegner, ich weiß nicht, ob das generell schon so bei Nintendo immer war, dass halt es immer so ein Vorendgegner gab. Und dann kam halt Tatanka und der hatte halt wie so ein kleines UFO und da war er halt drin. Und der ist halt super schnell und dann halt, dass man auch erstmal diese Angriffswellen versteht, immer sagt von wegen, okay, jetzt gibt es diese von oben bis unten, ratatatat, jetzt macht er diese Streuschussdinger, jetzt muss ich da mal durch und so. Da gibt es ja auch Spiele, die halt so wieder in dieser Tradition sind, wie zum Beispiel, wie heißt denn das, das so 30er-Jahre-mäßig gezeichnet ist. Auch so ein Jump'n'Run, wo man schießen muss. Cuphead. Was halt auch so unglaublich schwierig ist. Ich finde, es sieht super schön aus, aber ich würde sterben. Dabei. Du hast sie nicht geholt, oder? Es gibt es auch nicht für die Switch. Also es ist, glaube ich, derzeit nur für die Xbox und für den PC erhältlich. Okay. Und das sieht echt fantastisch aus. Wirklich wie so ein 30er-Jahre-Cartoon, aber es ist halt unglaublich schwer. Ja. Und ich hätte die Geduld nicht. Und vor allem, wenn ich da drin bin und mich auch nicht darauf konzentrieren kann, wie schön es aussieht, ist halt auch ein bisschen witzlos. Ja, das stimmt. Das ist eh so, also wenn ich, deswegen kann ich Let's Plays nicht sehen bei irgendwelchen Shootern oder sowas von so Profis, weil die dann natürlich so trainiert darauf sind, sich so schnell und immer so taktisch zu bewegen, dass ich das Level gar nicht sehen kann, so, weil es ist halt so schnell immer diese drehen, schießen, zucken, also dieses auch immer hin und her zucken, dass sich keiner erschießen kann und dann wirst du ja, also ich daher, als daher kommt ja auch der Name von dieser Livestreaming-Plattform, Twitch TV. Das Twitch-Gameplay. Okay, weil das finde ich halt super anstrengend. Also ich hatte halt mal jemanden gesehen, der Sea of Thieves so gespielt hat. Da wirklich habe ich fast übergeben nach 5 Minuten. Auf der einen Seite so dieses wabernde Wasser und dann zuckt er immer so ein bisschen rüber. Wann denn? Ich meine, Kanonenkugeln sind doch super langsam oder war er da direkt in so einem Schussgefecht? Nee, der ist einfach gewohnt, sich so zu bewegen. Ach du Scheiße.
Das ist aber schon, das ist so ein E-Sports-Typ, wa? Ja, der ist halt ein bisschen jünger von, so, von der Eurogamer-Crew. Aber ganz, ganz ehrlich, also ich meine, die sind dann vielleicht super fähig, da in Spiele schnell durchzuspielen, eine hohe Punkte. Aber sie sehen doch gar nicht diese wunderschöne Sache wieder. Ja. Einfach mal stehen bleiben und die Natur genießen. Das war doch damals die Werbung von Gran Turismo, als dieser neue Aufsatz war. Das ist halt so eine krasse Grafik und die Autos en Detail, bis in die kleinste Felge, alles stimmig und dann halt auch die Landschaft. Und da war halt ein Werbespot von den vielen damals, dass da halt dann irgendwie so ein Lamborghini da durch die, also in so einer schönen Landschaft, italienischen Berglandschaft fährst und gerade war der Typ auf 1 und er fährt da so eine Kurve und saß da halt so eine krassen Serpentin, wie die Straße ganz lang runterging und er fuhr langsam alle vorbei und dann rollt er so langsam aus, fährt so langsam aufs Grüne und bleibt stehen. Und dann hörst du irgendwann die Vögel zwitschern. Irgendwann ist halt so eine Wolke vorbeigezogen und da stand halt irgendwie, Gran Turismo 14, einfach mal stehen bleiben. Oder so. Weil es halt einfach so krass war, auch wenn du nichts gemacht hast, das war so die Anfänge, wenn sich diese großen Gaming-Fabriken da halt ausgekotzt haben ins Detail. So wie später dann Rockstar Games bei GTA. GTA, ja. Genau. Wie heißen die? Eigentlich GTA 5 heißt es nur, ne? Oder? Ja. Ja, San Andreas war vorher, ne? Ja, ich glaube, San Andreas gehört zu 3. Türkei? Zu 3 oder zu 4. Also es gibt immer den Hauptteil mit der Zahl und dann gibt es danach einen, der den Namen der Stadt trägt. Ach so, das heißt, es wird nach 5 auch nochmal so... Weiß ich nicht. Nee, derzeit, ich glaube nicht. Weil 5 ist doch Kalifornien, oder? Ja, genau. Also quasi deren LA-Variante. Ja. Aber Rockstar arbeitet ja gerade an der Fortsetzung zu Red Dead Redemption. Quasi GTA im Wilden Westen. Okay. Red Dead Redemption 1 ist vor 10 Jahren oder so inzwischen auch schon erschienen. Du klaust dir dann Pferde? Weniger. Du klaust Pferde, du reitest durch den Wilden Westen. Das finde ich hier ganz sympathisch, weil die Story ein bisschen anders ist und nicht so super selbstironisch. Und so, was mich bei GTA so ein bisschen nervt, sondern ein bisschen ernsthafter. Du spielst quasi einen ehemaligen Verbrecher, der sich inzwischen mit der Familie irgendwo auf dem Land niedergelassen hat. Und der Marshall kommt zu dir und sagt, wir wissen, dass du hier bist, wir knallen dich ab, außer du erledigst eine Reihe von Aufträgen für uns und erledigst deine ehemalige Bande. Und also so in die Richtung geht es und am Ende, es endet dann halt berühmt damit, dass du in der Scheune bist. Der Marshall und seine Leute stehen davor. Showdown. Genau, und du wirst in jedem Fall erschossen, egal wie viel du mitnimmst. Okay, und du kannst das nicht gewinnen. Du kannst es nicht gewinnen. Und dann gibt es am Ende halt noch einen Epilog, wo du seinen Sohn spielst, der sich dann an den ganzen Leuten vom Sheriff rächt. Okay, weil sonst hätte ich gedacht, das würde doch die ganzen Gamer komplett kaputt machen, wenn du halt einfach nicht gewinnen kannst. Ja, aber das ist halt so ein bisschen, also wirklich auf die dramatische Handlung ausgelegt. Ein bisschen filmischer auch. Genau, und halt ein bisschen ernsthafter. Okay. Was ich halt ganz sympathisch finde. Und daran arbeiten sie gerade. Es müsste noch dieses Jahr erscheinen. Red Dead Redemption 2. Ja. Ist auch wieder Rockstar Games. Genau. Oder? Genau. Und ansonsten verdienen die einfach so viel Geld mit GTA 5 Online, dass sie da, glaube ich, nicht viel Singleplayer-Content nachschieben. Ja. Weil das ist, also dieses Multiplayer-Ding, die Leute geben da so viel Geld aus. Immer noch? Ja, immer noch. Krass. Also ich habe das ja mal ein paar Mal online gespielt, aber es ist halt echt einfach krass, weil du hast dann so eine Crackstar. Und du kannst halt nichts machen, ohne halt irgendwie, keine Ahnung, wenn du mit 120 Sachen am Haus vorbeifährst, mit einem Headshot, mit einer Schrotflinte erwischt zu werden. Oder so. Oh. Aus einem Jet. Ja, das fand ich halt auch krass beim Spiel, dass sie halt echt das Detail, also dass die ja Gelder hatten für Detailtreue, das ging gar nicht. Wenn du halt auf so kleine Inseln irgendwie mit deinem Jetski einfach fährst, wo du weißt ganz genau, okay, da ist keine regelmäßige Schifffahrt oder sowas, da steht aber ein Haus. Und dann kannst du in dieses Haus rein und da ist eine Teetasse, die ist halb verdreckt an. Irgendwie so ein kleinen Scheiß. Alter. Und dann ist da halt irgendwie ein, zwei Menschen nur für dieses Haus dann zuständig gewesen oder so. Du denkst, Wahnsinn. Also das ist halt echt krass. Aber weil du halt auch alles da kannst, drehst du auch manchmal durch. aber ich meine, das ist halt, also auch eines dieser Spiele, die eher auf dem System basieren als auf der Story. Mhm. Also wie es halt, gibt noch so, das neue Zelda, Breath of the Wild, ist auch so ein Beispiel, was halt eher auf dem System basiert und auch so ineinandergreifende Systeme, die chaotische und für dich einmalige Story-Situationen erzeugen. Okay.
Also du erinnerst dich ja, also klar, so die Handlung ist für jeden gleich, ja. aber du erinnerst dich ja dann vielleicht eher an den Moment, wo an der Kreuzung die Polizei in einen Bus vor dir gerast ist und du gerade noch im letzten Moment ja. drüber springen konntest. So wie so einer meiner, also auch jetzt eins meiner absoluten Lieblingsspiele, das neue Zelda. Wo dann, ich habe dann halt so einen Moment, wo jemand auf dem Pferd auf mich zureitet, in einem Sturm, ich ihn vom Pferd schieße, auf das Pferd aufspringe und im Galopp zurückreite, um die Bande zu erledigen. Und das alles halt während dieser Sturm im Hintergrund tobt. Ja, ja. Und also das ist ja ein Modell, auf dem viele Spiele inzwischen basieren. Also einfach so diese ineinandergreifenden Systeme zu haben. Mhm. Also Far Cry ist auch so eine Serie. Es gibt ja auch, also wenn ich jetzt wieder an GTA denke, so 1000 kleine Geschichten, die halt nie gehört werden, weil mhm. du das halt einfach nie mitkriegst. Also das Krasse ist ja auch, dass alle Passanten auf der Straße irgendwie so ihre Geschichte fahren. Also du kannst Leute hinterhergehen und dann teilweise hörst du halt auch Gespräche oder du siehst halt einen Überfall, der gerade passiert, jemand wird was geklaut, da kannst du halt manchmal mhm. eingreifen. Dann halt auch Fehlverhalten von Fahren und sowas, die sich dann wieder auf andere auswirken und so. Und da habe ich auch gedacht, also wie viele ineinander verwobene Geschichten da passieren und dann auch wie viele, also auch wenn sie synchronisieren, dass sie dann aber trotzdem erstmal so eine Armee von Schauspielern haben, ja. weil du merkst es ja, ja. Halt auch, dass es alles Schauspieler sind und dass halt alles wirklich rüberkommt. Das ist halt schon so krass. Also und dass sie auch auf dich reagieren, wenn du halt dann mhm. die ganze Zeit folgst, zum Beispiel einfach nur eine Geschichte hinterher, dass sie dich dann ankacken und sagen, ey, was machst du jetzt? Oder die kriegen Schiss und rennen von dir weg. Ja. Oder also vielleicht gedacht, und das hat ja alles nichts mit der Storyline zu tun. Ja, genau, aber dieser Zufallschaos-Faktor ist es halt, der solche Spiele so reizvoll macht. Ja. Also er macht es halt auch gar nicht so viel Spaß, wenn du dann halt online spielst und auf andere triffst, weil die haben meist irgendwelche Ziele. Die wollen dann mhm. halt irgendwie so ein Ranking erfüllen bei irgendwelchen Autorennen oder bei irgendwelchen komischen Headshot-Competitions oder sowas. Und die sind immer so aggro und sonst was und meist erkennst du die halt auch, weil das sind immer die, also es geht ja auch darum, dass du die Fähigkeit hast oder beziehungsweise so lange spielst, dass du genug Geld hast oder mhm. dir das erkaufst oder ja. so, dass du dich dann halt abheben kannst von dem Rest. Was aber auch, also ich meine, das ist klar, das ganze Modell, so wie sie es verkaufen, basiert ja darauf, dass du halt möglichst auch mit Leuten gematcht wirst, die viel besser sind als du mhm. und dass du dann einfach da das Gefühl bekommst, naja, also wenn ich jetzt mal 10 Euro ausgebe für ja. 1 Million, dann ja. kann ich mir auch den Lambo leisten. Genau. Was ich ja ganz gerne online spiele derzeit ist Rocket League, obwohl ich mich nicht so aufregt wie Leute, die einfach so die Basiskomponente von Rocket League nicht verstehen. Also für alle, die es nicht kennen, ist ein Spiel, in dem man im Auto Fußball spielt, 3 gegen 3. Also mit dem Auto, nicht mit dem Auto. Auto. Ja, genau. 3 auf der Rückbank, 3 vorne. Genau. Nee, und einfach Leute, die halt, also ich verstehe es und das passiert mir auch, weil ich auch kein Teenager bin, der den ganzen Tag Monster Energy Drinks trinkt, wenn man den Ball mal nicht trifft oder wenn man dran vorbeirast, aber einfach so Sachen wie die Basis von einem Sport, in dem 3 gegen 3 spielen, dass wenn man als letzter Mann beim Kickoff startet, man nicht blind nach vorne rast, sondern kurz im Tor bleibt. Also einfach so Basiskomponenten, wie ein Teamsport funktioniert oder das nicht, wenn 2 Leute zum Ball rennen, dass man dann nicht denkt, dann fahre ich jetzt auch den Ball hinterher, vielleicht bin ich schneller und kann meine Teammates aus dem Weg rammen, sondern dass man vielleicht eher darauf wartet, dass der Ball in die Mitte kommt, vors Tor. Also einfach so Sachen, wie ein Sport funktioniert. Und Leute, die das nicht verstehen, unglaublich. Naja, aber das letzte Mal, als wir mit der Truppe da gespielt haben, da haben wir uns ja auch irgendwie mehr angeschrien. Ja, wir haben ja auch einfach betrunken aus Spaß gegeneinander gespielt. Aber ich weiß, aber egal auf welcher Position war, wenn der Anpfiff kam, bin ich immer wie bescheuert nach vorne gefahren. Also ich habe nie gedacht, stehen bleiben. Ich dachte, ich krieg den Ball. Ja, aber das ist der Trugschluss, den viele haben, wenn du hinten startest. Es gibt eine Position, wo du definitiv im Tor bist. Ja. Und es gibt so eine Halbposition. Und wenn jemand vor dir ist, ist der auf jeden Fall vor dir am Ball. Ich habe meinen Funk ausgestellt. Ich weiß nicht, was hier. Ich habe nichts dabei. Ich weiß nicht, was es ist. Sehr seltsam. Ich bekomme auch nicht mehr was. Naja, wir sind doch gar nicht drauf. Es gibt halt keinen Grund da. Man rammt halt nur seine eigenen Teammitglieder aus dem Weg und das Tor ist dann in dem Moment frei. Und wenn der Gegner zuerst rankommt, ist es halt ein Tor. Aber es ist immer noch ein Spiel und wenn es halt Spaß macht, einfach nach vorne zu preschen, wie blöde, und man das auch beim 1000. Mal nicht schnallt, dass es mit einem Taktik ein bisschen... Ja, mit 4 Gläsern Feuerzangenbowl, ja, aber ansonsten, wenn man das online spielt, ist es halt auch ein Teamsport.
Und dann macht es halt mehr Spaß, das wie ein Teamsport zu spielen und nicht wie drei. Und ich habe, also man sieht es auch immer, wenn man gegen Teams spielt, wo drei gute Spieler sind, aber keiner eine Ahnung von Teamplay hat, die verlieren in der Regel. Aber du kannst ja keine Definition erstellen für Spaß. Ja, sagen, aber du spielst ja nicht online. Mehr Spaß. Spaß, ich ramme meinen Teammate zur Seite, ich komme trotzdem nicht an den Ball und ich verliere jedes Match. Nee, ich meine, aber wenn du in so einer Dreier-Kombo bist, die halt alles Teenager sind und die randvoll mit Monster sind oder so, dann kann das halt passieren, dass keiner auf eine Taktik kommt, sondern sagt, wir spielen, okay, und sich dann permanent aufregt und das sind alles noch Glücksmomente, dass die mal ein Tor schaffen. Und dann gibt es halt Leute, die dann ein bisschen älter sind und sagen von wegen, hier könnte man taktisch mal rangehen. Ja. Die bleiben nicht im Tor, rammen dich zur Seite, sind dann nicht der Ansicht, dass es ihre Schuld ist und dann zwei Minuten bevor das Spiel endet, steigen sie dann aus dem Match, weil sie merken, oh, wir liegen jetzt 5-0 hinten. Okay, aber generell macht's Spaß. Ein fantastisch, ja, die Bewegung, die Umsetzung, die Physik ist so fantastisch, das ist so ein befreites Spielgefühl. Ist es dein aktuellstes Spiel, also was du jüngst spielst, was dich am meisten flasht gerade? Nicht aktuellstes. Naja, ich überlege gerade, ob es das tatsächlich ist oder Breath of the Wild. Spielst du das noch? Nee, aber ich überlege mal, ob ich mal wieder zurückgehe und einfach so ein bisschen durch die Landschaft schaue. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht so die Gefahr, dass du da halt einfach nur dich verlierst, weil du halt dann so rumrennst? Ja, man kann dann einfach so ein bisschen durch die Landschaft gehen und gucken. Und es hat so eine schöne Farbpalette. Also ich bin dann irgendwann mal rausgegangen aus GTA, weil das war halt das, was bei mir so echt so ein Suchtfaktor irgendwann entwickeln ließ, hochkam, keine Ahnung, weil ich da halt jeden Scheiß dann irgendwie machen konnte. Also am schlimmsten war es halt einfach, als ich dann diesen Story-Modus durch hatte. Mhm. Beziehungsweise ich habe den zweimal durchgespielt und dann hast du halt vorher schon gesagt, okay, dann muss ich mein Auto nicht endlos tunen oder irgendwelche bescheuerten Häuser kaufen. Dann kannst du halt danach was Bestimmtes kaufen, was dann wieder Nebenmissionen halt, die nach der Storyline, wenn die schon abgeschlossen ist, weiterführen. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Also, der Verrückte hieß Trevor, glaube ich, den halt alle so. Der krass quasi den Spieler symbolisiert. Aber dann schon ganz schön kranken Spieler. Das ist ja echt so. Der ist ja teilweise ganz süß und lustig, weil er durchgeknallt ist, aber dann wird er halt pervers und endlos brutal. Und das ist dann schon wieder, wo du denkst, pff. Oder was damals halt auch irgendwie groß zur Diskussion geführt hat, dieses kleine Folter-Game da drin, dass du jemanden hast und foltern musst. Mhm. Also oft gibt es ja so Alternativen, dass du andere Wege gehen kannst, aber da gab es dann halt, du musst dann halt auf vielerlei Arten jemanden foltern. Ja, oder es ist halt einfach nur eine Cutscene, was ja auch möglich ist. Ja. Dass du halt nichts drücken musst. Genau, dass du halt einfach nur eine Zeit verstreichen lässt und dann halt so, okay, der Spieler will nicht reagieren. Ja, oder es ist halt einfach klar, also du hast gar keine Möglichkeit, es ist einfach nur eine vorgerenderte Sequenz, in der Trevor ihn foltert. Ja. Punkt. Ja. Und du musst nichts machen. Hast du One Way Out gesehen oder wie hieß es? Nee, noch nicht. Aber du hast angefangen? Nee, auch noch nicht. Okay. Also ich weiß, worum es geht und ich habe Sachen davon gesehen, aber ich habe nichts von dem Let's Play gesehen. Da gab es halt, also ich will nicht spoilern, aber da gab es halt generell, hast du immer sehr viele Wahlmöglichkeiten, also so einen brutalen oder einen logischen Weg oder keine Ahnung. Und da hat sich dann, ich glaube, Fritz zum Schluss aufgeregt, weil da gibt es halt. Wir reden von GameTube. Ja. Vielleicht so. Stimmt. Ja. Und da gab es halt zum Schluss eine große Entscheidung, die du halt, also wo du halt was machen musst, so, sonst geht das Spiel nicht weiter. Okay. Also wo auch keine Zeit verstreichen ist oder du kannst keine Alternativen. Und das hat halt auch sich komplett gegen das ganze Gameplay kurz gelehnt. Mhm. So, es war dann halt klar, dass darauf folgen dann halt irgendwelche wichtigen Szenen und sowas. Aber das konnte ich schon verstehen, weil sonst fand ich das echt krass gut. Also ich fand, das ist halt, also mittlerweile ist es ja schon so, dass man, dass ja auch grundlegend irgendwie so neben Gameplay und sowas ein Drehbuch halt existiert, was früher ja nicht so vorhanden war. Und da das sehr filmisch ist und sehr, sehr viele Sequenzen da halt einfach zum Schauen ganz schön sind und die Entwicklung der Figuren, das ist halt dann echt schon krass geschrieben, so dass du denkst, boah, also ob vermutlich dann ja halt irgendwie auch Schauspieler da vorweggegangen sind, um das halt mal ich weiß gar nicht, ob die dann halt bestimmte Szenen dann halt einfach, weiß ich, mit irgendwelchen Triggerpoints dann vorgespielt haben. Ich wage es behaupten, das wird bei dem Spiel auch so gewesen sein, ja. 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 Also mit Performance Capture, sagt man ja inzwischen. Beziehungsweise gibt es, aber
Achso, okay. Also Performance Capture einfach, wenn du halt wirklich auch die Gesichtszüge und so machst. Ja. Motion Capture ist halt einfach nur ganz klar für Bewegungen. Ah, okay. Und deswegen, also die Leute, die das professionell machen, da gibt es halt auch so einen, wirklich so einen Pool an Schauspielern, die wirklich fast nur das machen. So Nolan North ist so einer der großen Namen. Ja, der spricht doch auch, oder? Ja, genau. Weil genau. Die Stimme habe ich, also ich habe schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob, Nolan, bla. Ja, ich weiß nicht, ob, ich glaube, der spielt die Hauptfigur bei Uncharted, also quasi der Indiana Jones-Reihe auf der ja. PlayStation. Und ich glaube, eine Nebenfigur bei Last of Us. Oh, das war auch ein guter also, Ding. Wo, was aber am Ende auch genau das Gleiche hat, wo du die Ärzte erschießen musst. Stimmt. Was hat auch, also auch da ja. tatsächlich ein Kritikpunkt, weil entweder es gibt halt nur die Option, ja. dann gibt es aber keinen Grund, dass du als Spieler das machen musst. Ja. Oder du hast halt die Wahl, ja. was du machst. Und das ist halt auch so ein bisschen dumm. So, ja, ne. Ja, stimmt. Ja, was wollte ich denn sagen? Oder gibt es halt vielleicht auch schon so Pauschalbewegungen halt einfach auf so ein Dummy gemünzt, dass man sagt von wegen, okay, hier haben wir generell die ganzen gängigen körperlichen ja, Bewegungen ja, und dann ja, kann man ja, sich ja. welche dazu kaufen oder... Ja, ja, das es gibt, also die großen ja. Hersteller haben eine Bibliothek an verschiedenen Sachen. Weil ich dachte also, jetzt für dieses Indie-Game, was war günstiger? Also haben ja. die dann gesagt, wir holen uns einen der oder zwei und der spielt das sein Stürz und sagt, ich war mit in den ganzen rumspielen. Das war eine vorgefertigte Bewegung. oder kaufen sie halt diese mhm. Bewegung. Aber da das halt so eine krasse Geschichte war ja. und die Figuren sich ja im Spiel mehr oder minder genauso bewegen wie in den einzelnen Sequenzen, ja. habe ich schon gedacht, das hat halt ein oder zwei Schauspieler haben halt würde ich, Figuren eingespielt. Hätte ich da jetzt auch gesagt. Also vom Stil des Ganzen her ja. und wahrscheinlich was den Aufwand angeht im Vergleich dazu. Ich glaube, es ist doch gar nicht günstiger, das per Hand zu animieren. Okay. Wenn du die Sachen hast. Also ich glaube, das ja. ist dann ich eher dachte so vorgefällt, jetzt mal so von wegen, keine Ahnung, alter Mann geht bitte. Und da hast du so, ja. Nee, weniger Hüftleiden oder irgend sowas, heißt, ja. dass du alles einstellen ja. kannst. Aber das ist dann wahrscheinlich irgendwann so, dass du sagst, da kotzt dich ja tot, wenn du auf jeden Scheiß. Und dann nimmst du halt jemanden und sagst, das ist unser ja. Typ. So. Ja. Also gerade wenn die auch wirklich Rollen haben, die sie spielen, wie es ja in dem Spiel ist. Aber das muss echt, also da habe ich gedacht, das muss auch total Spaß machen, wenn du halt sowas mal spielen darfst. Klar, du bist mhm. dann halt ein paar Wochen halt nur im Studio und das ist alles. In so einem grauen Schlafanzug. Genau, so und, ja. und du musst halt sehr viel Fantasie haben und wahrscheinlich auch einen guten Regisseur, der dich immer wieder in diese Geschichte bringt, wo du gerade bist. Aber dann und musst halt gutes Glück haben, dass du es eventuell mit einem Partner zusammenspielen kannst und ja. nicht alleine machen musst. Ja, stimmt. Was ja, ja auch häufig vorkommt. Ja, ja, stimmt. Aber ja, das fände ich schon spannend, weil die Spiele halt auch einfach von der Entwicklung immer krasser werden, dass du sagst, von wegen, ja, hier ist nicht mehr zu vergleichen wie damals, keine Ahnung, die kleinen Sequenzen bei Command & Conquer, wo du oder gesagt hast, dass die abfotografierten Modelle bei Mortal Kombat. Hast du nicht selber erzählt, dass Command & Conquer der Böse war halt der Programmierer? Der Chefentwickler, glaube ich. Der Chefentwickler. Ja. Kane. Der sah aus wie Anführer der Bruderschaft von Nord. Ja, aber das fand ich halt damals auch schon total krass, ja. als wir das auf dem 386er oder 486er gespielt haben. Und auch diese blöde KI, also es ist ja eigentlich gar nicht KI war, wurde gesagt, dass okay, ich am Sandsack vor das Tor gebaut, da stehen sie nun und warten. Ja, gut, dann komme ich wohl nicht raus hier. Und dachte ich, ja, ob das so sein soll. Aber hier ist wie auf einer Baustelle. Stell dir vor, bei einer Baustelle legst du einen Sandsack ja, vor die Baugeräte. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist wie die Wallonen, wenn du halt das Gartentor zumachst, oder wie es heißt. Vogonen. Vogonen. Ja. Verdammt, wer hat das Tor schon gemacht? Hinten rum! Ja. Hast du Füße? Achso, ja, ich dachte gerade. Ja. Ein schwebender Hoden. Ansonsten, was ich ja auch, weil es ja Story getrieben war, auch wenn es halt so diesen Comic-Look hat, Night in the Woods. Was ich auch nur empfehlen kann. Wo es halt, also, ich gar nicht. Wir sind da alles Tiere in dieser Welt, also so anthropomorphe Tiere, so ein bisschen wie bei BoJack Horseman. Hm. Man selbst spielt eine Katze, die aus dem College ausgestiegen ist, die aber unter depressiven Störungen leidet. Und, ach, davon ist es. Also in dieser Stadt läuft halt einiges nicht richtig, also es geht halt viel darum. nicht die depressive Katze? Nein, also es geht halt viel darum, wie halt so provinzielle Städte und so ausgeblutet werden, weil die Industrie verschwindet. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das drunterliegende Thema, dass sie kommt halt aus dem College wieder und war jetzt längere Zeit in einer größeren Stadt und die Eltern haben halt damals so eine Schrottimmobilie gekauft und können jetzt die Hypotheken fürs Haus nicht mehr bezahlen, weil sie von der Bank über den Tisch gezogen wurden. In der Stadt sind total viele Leute arbeitslos, das Restaurant. Sind viele Katzen arbeitslos? Nee, sind auch andere Tiere da. Aber es sind nur Tiere? Ja. Okay. Ja. Aber halt so anthropomorph, also wie gesagt, wie bei BoJack Horseman. Ja.
und so Sachen. Und dann, also es gibt halt kein Handyempfang in der Stadt, es gibt keine moderne Technologie. Ja. Das Restaurant wird halt von so einer Kette verdrängt. Okay. Es gibt den Supermarkt, gibt es nicht mehr, da ist jetzt auch eine Kette da. Das ist, das hat alles so ein, die ganze Zeit so einen depressiven Grunge-Charakter, das, yeah, das Ganze. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Okay. Das ist auch ganz schön. Also halt so Story getrieben. Was ist die Storyline da? Du kommst nach Hause und du willst nicht so richtig darüber reden, warum du aus dem College ausgestiegen bist. Und eigentlich geht es halt nur darum, dass du ein bisschen rumhängst und nicht weißt, was du machen sollst mit deinem Leben. Also ganz normale Teenager, beziehungsweise. Ja, genau. So Anfang, ist es 20, Anfang 20. Sie ist auch Anfang Leben. 20, genau. Okay. Und ist halt gerade aus dem College ausgestiegen. Ja. Und es gibt halt irgendwie viele Konflikte, weil. Du hattest einfach keinen Bock auf College. Ja. Und dann redest du halt mit deiner besten Freundin von damals, die jetzt halt irgendwie verstimmt wirkt, weil sie halt den Laden ihrer Eltern übernehmen muss. Und sie würde halt nichts lieber machen, als aufs College zu gehen. Mhm. Und okay, halt solche Geschichten sind es ja halt einfach. Also so das, sehr lebensnahe. Genau. Und das ist halt wirklich auch so das Kleinstädtische, von es gibt keine Industrie mehr in der Stadt und alle müssen irgendwie schauen, was passiert. Und da gibt es halt diesen Handelsrat, der immer versucht, mit Events irgendwie neue Geschäfte in die Stadt zu locken, was halt nicht klappt. Mhm. Und so eine ausgestorbene Mall, in der die Hälfte der Geschäfte geschlossen sind. Also einfach so diese depressive Wirtschaftsstimmung, ja, ist halt einfach ganz gut aufgefangen. Hm. Gibt es denn Let's Play? Bestimmt. Hat das viele Sequenzen, also irgendwelche Szenen, Film-Szenen oder sowas? Nein, es ist wirklich alles nur in so einem 2D-Comic-Look gehalten. Okay. Und sehr einfach, wenn du ein Let's Play suchst, dann versuche mal eins zu finden von jemandem, der es gut vorlesen kann. Weil der Dialog halt nicht eingesprochen ist, sondern nur zum Lesen. Ach so, stimmt, die meisten lesen ja dann die, genau, Dinger gerne durch. Genau. Davor. Ja. Was ganz witzig ist an dem Spiel, der Text erscheint immer in unterschiedlichem Tempo. Sodass du, wenn du es auch nur liest, hast du immer ein gutes Gefühl dafür. Ah, okay. In welcher Position die Figuren gerade reden, ja, wie der Wortwechsel so ist. Oder einfach mal ein Beat. Das halt genau. So, okay, genau. Das ist ja ganz cool. Auch was sehr schön darin ist, also warst früher in der Schulband und hast Bass gespielt, hast aber jetzt Jahre nicht gespielt und du hast dann immer so eine Knopfdrücksequenz, wenn du in der Bandprobe bist. Mhm. Du hast aber keine Chance, das irgendwie richtig zu machen. Also es ist halt viel zu schnell, es ist viel zu chaotisch und jedes Mal zuckt der Bildschirm auf, wenn du dich verspielst, mhm, was dir halt einfach das Gefühl vermittelt, dass du wirklich nicht Bass spielen kannst. Okay. Also der Spieler selbst soll dann schon, ja, verzweifeln, ja, und denken, ich bin ja scheiße. Ja. Das fängt halt oft auch so ganz leicht an, dann geht es halt noch um so, ja, Ohrenzuckendes. Krass. Ja, also mein Favorite auf jeden Fall auf dem Smartphone, da gibt es ja halt auch eine gute Reihe, die dafür gebastelt wurden. Was ich vorher, also ich sag mal so seit einem halben Jahr, vorher kannte ich gar nicht dieses Genre, Text-Adventure. Mhm. Und zwar The Parallax, habe ich ja schon mal drüber erzählt, ja, also dir persönlich so. Und das ist halt aufgebaut wie ein ganz normales, wie so ein Messenger. Da gibt es verschiedene, natürlich auch viele solcher Spiele, aber die arbeiten gerne mit Bildern oder Videosequenzen oder kleinen Minispielen nebenbei. Und das ist nur Text. Mhm. Und das ist also natürlich steht und fällt das Ganze mit den Autoren. Und das ist halt auch irgendwie in Deutschland produziert und ich glaube im Süden irgendwo sitzen die Autoren und schreiben das und mittlerweile gibt es 7 oder 8 Staffeln und so eine klassische Endzeit-Zombie-Geschichte ist das, aber es wird halt beschrieben, dass, also du kriegst am Anfang eine Nachricht von einem David Blight, das ist halt auch die Hauptfigur, kriegst aber auch mal von verschiedenen anderen Nachrichten und der ist quasi in einer Parallelwelt, deswegen Parallax, mhm, aber das kommt auch erst, okay, später raus. Und da ist halt so eine Zombie-Seuche halt ausgebrochen und der ist halt so ein Nerd-Typ, der halt immer zu Hause sich verschanzt hat und hat das Ganze so mehr oder minder gut überlebt und lebt halt irgendwie nur von Nudeln und Tomaten und Marmelade sowas, mhm, und hat halt irgendwann mal so ein Programm geschrieben, was er halt hingekriegt hat, also so ein Notrufsignal rauszuschießen und zwar haut dieser Algorithmus halt alle Telefonnummern in wildester Form, mhm, immer raus und eigentlich kriegt er mal, mhm, keinen Response. Und du reagierst drauf. Und du kriegst dann halt natürlich immer auf irgendeine Fragen oder Aussagen, kriegst du dann halt immer Auswahlmöglichkeiten. Also es ist jetzt nicht so frei, dass du halt, ja, einfach, ja, wild schreiben kannst. So. Aber halt schon, also es kann echt in verschiedene Richtungen gehen. Also somit kannst du die Geschichte echt schon krass beeinflussen. Also große Punkte muss er halt dann, ja, immer wieder treffen. Oder auf Menschen sowas. Aber du kannst Situationen dann halt unterschiedlich lösen. Du kannst halt auch draufgehen. Also
Es gibt dann halt auch zwischendurch irgendwelche Kleinigkeiten. Also am Anfang wird dann halt, ja, weiß nicht, die Wohnung zu eng. Draußen kommen dann halt ganz viele Zombies ins Haus und rammeln alles kaputt da und du musst halt irgendwie aus dem Haus raus. Rammeln alles kaputt. Die rammen da halt irgendwie gegen. Da möchte ich nochmal nachhaken. Die rammen da halt irgendwie gegen die Tür und er versucht zu flüchten und da kannst du halt schon bald draufgehen und dann bist du halt in dem nächsten Supermarkt und versuchst ein Handy-Ladekabel zu organisieren, weil er merkt von wegen, das hat er vergessen. So, ja. Also er hat so ein bisschen Überlebenszeug damit, aber das hat er vergessen. Und das merkt er gerade, weil er hat halt keinen menschlichen Kontakt außer mit dir am Anfang. Und das wird halt so lebensnotwendig für ihn. So, also generell, weil das ja halt was Wichtiges ist. Und auch die Art, wie du mit ihm sprichst. Du kannst halt immer sehr zusprechen und von wegen, ja, du schaffst das schon, sonst was. Du kannst ja immer sagen, jetzt stell dir mir nicht an, du Affe, jetzt mach das endlich so. Kannst du mal einen rauen Ton machen. Und da hält er dann auch gegen oder bricht auch zusammen. Okay. So, und das ist halt, dann tauchen ganz viele Geschichten auf, auch parallel und ältere Stories halt um diesen Virus überhaupt und dann gibt es halt so eine große Freundesgruppe, die schon wieder fällt. Lass mich jetzt legen. Klappt der Stift runter. Und das ist halt echt super geschrieben. Also und das macht echt, also hätte ich nicht gedacht, das ist halt einfach nur Text. Also eigentlich ist es so ein bisschen ein virtuelles Buch, weil du liest das ja die ganze Zeit durch und entscheidest so ein bisschen, in welche Richtung seine Geschichte so geht und muss. Also irgendwann ist natürlich so subtil geschrieben, dass er am Anfang dich fragt, was soll ich tun? Und irgendwann verlässt er sich darauf, dass in irgendwelchen schlimmen Situationen du für ihn reagierst. Und dann gibt es halt auch dann so Diskussionen, dass du sagst, das kann ich nicht mal machen. Also ich bin dann nicht schuld, ob da ein Leben drauf geht oder nicht, sondern das müssen wir ja schon zusammen klären oder ich gebe es komplett ab an dich. So. Und dann, also ist es dann auch geschrieben, dass das man dann eventuell, also schon so geschrieben, dass manche, glaube ich, sagen, wie kann das sein? Hier ist es ja gar nicht und bei dir ist es so. Also, dass man halt selber ein Teil des Ganzen wird. Dann wird halt dann auch so ein paar Sachen, die finde ich ein bisschen blöd. Also, anfangs ist okay, dass man dann irgendwann nach einem Geschlecht gefragt wird und nach einem Namen gefragt wird. Dann spricht er dich explizit immer mit dem Namen an. Ja. Und wenn du nur einen Nachnamen nennst, dann heißt es von wegen, Herr Meier, Hilfe! Sowas, was ja auch ganz süß ist. Was ich ein bisschen blöd. Wie bei Kaisers an der Kasse. Hey du, Herr Meier! Was manchmal ein bisschen blöd ist, oder finde ich, weil, also das ist schon okay, weil das wird dann auch eingebaut, aber es wirkt dann immer so, wie das Spiel möchte ein bisschen mehr Info haben. So von wegen, lebst du alleine, lebst du zu zweit, hast du einen Freund, Freundin, wie sieht deine berufliche Situation aus? Das wird dann zwar immer in die Geschichte mit eingebaut, von wegen, ja, du hast ja wahrscheinlich gerade keine Zeit, weil du im Büro bist oder sowas, aber gleichzeitig hat das schon diesen Charakter von wegen, hey, deine Daten sind eigentlich gar nicht mal so uninteressant für uns, weil jetzt haben wir mehr, als du glaubst darüber. Und da habe ich von vornherein dann halt mit Fake-Scheiß angefangen, weil das fand ich irgendwie blöde. So, also. Es gibt so ein Indie-Spiel, was du auf dem Computer spielst, und das nimmt sich deinen Benutzernamen. Okay. Ansonsten nichts, aber es nimmt sich deinen Benutzernamen. Der wird aber erst irgendwann später im Spiel, spricht es dich einmal explizit an. Mhm. Also es ist auch so ein total abgefahrenes Spiel, das heißt Doki Doki Literature Club. Und es fängt halt an wie so ein abgefahrenes japanisches Spiel. Du bist irgendwo in einer Schule und sind wir in so einem Literaturclub. Und eigentlich ist das sowieso diese ganzen japanischen Rollenspiele mit so einem Flirt-Simulator. Du liest Gedichte vor und dann hast du so einen Beziehungsstatus zu den verschiedenen Figuren. Ja. Irgendwann fangen die aber an durchzudrehen. Und einer bringt sich um. Und es ist irgendwann ist es dann halt so in dieser Metaebene, wo es halt darum geht, was du halt für perverse Entscheidungen triffst. Und alle, und sie sind alle nur programmiert, um dir zu gefallen. Okay. Und da wirst du halt angesprochen. Da gibt's halt, die Lösung ist dann irgendwie tatsächlich, eine Figur aus dem Ordner zu löschen, in dem das Spiel installiert ist. Mhm. Also so auf der Ebene spielt sich das ab. Und das ist auch für Smartphone, oder? Nee, das ist, glaube ich, nur auf dem PC und Mac. Okay. Und das hast du gespielt? Oder ich habe es nicht gespielt, ich habe was darüber gehört in einem Podcast. Okay. Ja, was ist denn, also was wäre denn jetzt abschließend so dein All-Time-Favorite? Hast du so mittlerweile eins? Oder bleibst du dabei von wegen Tetris, damit könnt ihr mich begraben? Damit könnt ihr mich begraben, ja, da habe ich immer was zu tun. Aber ich glaube tatsächlich, ist es einfach, weil für mich hat es halt noch, aber weil ich auch sehr viele Zelda-Spiele gespielt habe und so in meiner Teenager-Zeit großer Fan von Ocarina of Time und Wind Waker war, ist es tatsächlich Breath of the Wild, weil es einfach so dieses Gefühl von Erhabenheit und von diesem Abenteuer und diesem Niedlichen hat. Außerdem habe ich tatsächlich den schweren Modus noch nicht angefangen, also da hätte ich auch was mich band. Es ist ja sowieso anders als die anderen Zelda-Spiele, nicht so furchtbar leicht am Anfang. Ja. Also es wird dann eher leichter, die Kurve flacht dann so ein bisschen ab.
Kriegst du denn da auch irgendwas für? Also ich meine, bei schwer oder sowas gibt es dann halt irgendwie besondere Sequenzen, besondere Waffen, besonders irgendwas? Nee, oder ist einfach nur echt schwer? Größere Herausforderung. Also du bekommst die Herausforderung, das ist das. Genau, die Gegner sind alle stärker. Okay. Also von Anfang an schon. Ja. Und so Gegner, die dich, also es gibt am Anfang auf diesem Plateau, man startet auf dem Plateau und da gibt es halt dann wenige von den blauen Bokoblins. Ich glaube, einen gibt es auf dem Plateau. Der kann dich aber mit einem Schlag erledigen. Okay. Und in der schweren Version sind alles blaue Bokoblins. Okay. Das heißt, du hast am Anfang hast du halt echt schwierige Karten, bis du eine Rüstung hast und dir irgendwas zusammengeklaut hast, mit denen du da durchkommst. Es sind auch mehr Gegner da. Mhm. Also ich glaube, damit könnte ich mich echt eine Weile noch ganz gut beschäftigen, wenn ich mal die Muße hätte. Und gesagt, dieses Gefühl von Erhabenheit und diesem Schönen, wenn die Sonne aufgeht und es gibt dir nur so ein paar drunterliegende Klaviertöne und dann fängt es an zu regnen und die Pfützen trocknen dann, sobald die Sonne wieder steigt. Ja. Also ich glaube, das könnte ich mir lange ansehen. Und was sagst du zur Stundenmarke? Also bei mir ist es, ich glaube, es geht schon, weil ich danach kein großes Spiel mehr gespielt habe, Richtung GTA 5. Nicht die Story, weil die Hauptfiguren sind eigentlich alles scheiß Arschlöcher so. Also mehr oder minder wollen sie halt alle nur für sich irgendwas rausziehen und sind halt echt, weiß nicht, leider man sieht auch keine Vergangenheit, dass man halt irgendwie weiß, wann wurden die halt alle zu so einem Arschloch. Mhm. Also sei es halt die Gangster oder sei es halt auch die korrupte Polizei oder so. Aber halt so ein bisschen, was du beschrieben hast, so die Natur. Also wenn man halt aus dieser Stadt dann da rausfährt und dann halt auf irgendwelchen Landstrichen dann ist und dann halt einfach, was da halt alles passiert. Also dass du den Wind explizit durch irgendwie Gras wehen siehst und dann irgendwelche Tiere dann da raus und dann gibt es dann halt irgendwie einen Radfahrer vorbei. Und also eigentlich schon ein bisschen pervers, weil es ist so ein bisschen wie, ja, dann stell dich doch einfach mal in die Natur selber hin, so, da musst du so einen Quatsch nicht machen. Ja. Aber es ist, glaube ich, einfach diese Faszination, dass da halt einfach so tausend endlose Geschichten kreiert wurden, die du halt niemals sehen wirst. Und wenn du Glück hast, kriegst du so ein paar dann doch von mit. Aber das finde ich halt sehr faszinierend. Also, ja, was dann halt alles, was man alles machen kann für einen Blödsinn. Das war das. Ich sage ja nur nachts und auf einer Kuhweide. Vielleicht führst du es aus. Meinst du, das war so, das kommt in die falsche Richtung. Bisschen missverständlich gerade. Also, ich bin da so die ganze Zeit gewandert und natürlich vergeht die Zeit schneller. Ich weiß nicht, wie es bei Breath of the Wild ist. Ich glaube, Minuten. Ich glaube, eine Minute ist eine Stunde. Ja, irgendwie sowas passiert da halt auch. Und naja, und dann habe ich, das ist ein bisschen unangenehm, so ein schwacher Moment gewesen. Ich bin die ganze Zeit da blöde rumgelaufen und dann habe ich mir irgendwie Sachen angeguckt, sowas. Und dann habe ich halt natürlich auch, 1000 Autos angeschossen, dass dann die Polizei kommt und mich dann jagt und sowas. Das passiert dann halt auch, dass man 5 Sterne haben will und dass die mit Helikopter und Panzer ankommen. Und man findet das total toll, weil man sich da irgendwie verstecken kann, es kommt keiner. Und dann war ich halt irgendwie, habe mich da bei Tieren versteckt, dann kam keiner und dann kam die Kuhmann näher und dann habe ich die Kuh abgestochen. Ich bin nicht stolz drauf. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das geht zum Beispiel. Also ich bin aus Versehen dann mal ganz schnell gefahren und dann habe ich einen Hasen erwischt oder einen Kojoten oder sowas. Dachte ich, okay. Mittagessen. Aber ich habe nicht gedacht, dass er zum Beispiel, also geht dann auch, man kann dann auch mit irgendwelchen Bekloppten jagen gehen, aber ich dachte nicht, dass du halt irgendwie auf einer ganz normalen Kuhweide da halt irgendwie Blödsinn machen kannst. Und dann, ja. Aber dann haben mich die anderen Kühe in Ruhe gelassen. Die waren vorgewarnt, ja. Oh, das ist ja ein trauriges Ende hier. Ja, ja, und dann habe ich es aber länger nicht mehr gespielt. Aus schlechtem Gewissen. Ja, immer hast du das Gesicht von dieser Kuh gesehen, wenn du das Spiel startest. Ja, es ist ja nur virtuell. So fängt es an. Oh, wie komme ich jetzt da raus? Ihr könnt uns lustige Fragen schreiben. Ja, genau. Ich habe gehört, Flower soll ein gutes Spiel sein. Wo du halt irgendwie wie ein Bestäubungsputzel bist und durch ein Blumenfeld fliegst. Genau, ja. Das soll ja sowas total. Ich glaube, Journey würde dir eher gefallen. Was ist Journey? Da bist du so eine Figur auf dem Weg zu einem Berg. Auch durch so eine magische Welt. Sieht auch so ein bisschen aus wie Breath of the Wild. Okay. Also halt eine sehr klare Farbpalette und du bist halt einfach auf so einer Reise zu einem Berg. Und muss man halt irgendwie Aufgaben oder sich durchkämpfen? Nein, es geht nur um die Reise. Es ist so ein Wander. Mehr oder weniger. Also du kannst so ein bisschen schweben und reist durch Tempel und so. Okay.
Guck dir das mal an, Journey. Ich glaube, dir würde das gefallen. Klingt ja spannend, ja. Und es ist halt wirklich einfach nur so schön und schöne Bilder. Und guck mal, manchmal begegnest du jemanden, der auch auf der Reise ist online. Ihr könnt aber nicht kommunizieren. Ihr habt nur so einen Lichtbutton. Da könnt ihr kurz mal aufleuchten. Okay. Aber das war's. Also mehr könnt ihr, dann teilt man so einen Teil der Reise. Es gibt ja echt Entwickler von so Indie-Games. Natürlich spricht das nur so eine kleine Gruppe an. Aber die echt so kreativ sind. Oder halt einfach nur als Intention haben, ich möchte dem Spieler eine schöne Zeit oder eine berührende Zeit oder irgendwas. So. Oder manche sind ja auch ganz gesellschaftskritisch und wollen halt auf ein Thema aufmerksam machen oder sowas. Aber das ist ja da hätte ich auch eine Empfehlung, hast du tatsächlich neulich gespielt. Ist auch ziemlich günstig überall, Subsurface Circular. Wo man einen Roboter spielt. Es gibt so eine U-Bahn-Linie, die Subsurface Circular, die Roboter an ihre Entscheidung, also als so Androiden, an ihre Bestimmungspunkte bringt. Und man soll so einen Entführungsfall klären. Ja. Und mit den anderen Robotern reden. Dann ist es aber tatsächlich, geht's halt, es stellt sich raus, dass nicht nur ein Roboter verschwunden ist, sondern mehrere und so ein Putsch geplant ist. Und du musst dann, also es geht halt darum, um Unzufriedenheit bei den Menschen, bei den Robotern, weil halt die Gesellschaft einfach kaputt ist. Und du hast am Ende halt eine gewichtige Entscheidung, die du treffen musst, die auch ganz schön inszeniert ist. Also es geht dann am Ende darum, entweder du lässt den Putsch zu, dann besetzen die Maschinen die Regierung, also von Menschen angetrieben, die Maschinen regieren dann und stellen dann die optimale Regierung. Und die Menschen bekommen alle ihre Jobs wieder. Okay. Oder du lässt die Menschen in einer fehlerhaften Regierung und die Maschinen übernehmen ihre Jobs und die Menschen sind aber unzufrieden, weil sie nichts mehr zu tun haben. Ich werde den meisten wählen die Menschen, oder? Weil es halt so viele Beispiele von irgendwelchen Science-Fiction gibt, die ich Maschinen erobern. Ich habe mich für die maschinelle Diktatur entschieden. Ah, du hast es gespielt? Ja, ich habe es gespielt, ja. Und, ist es besser? Also ist es gut? Achso, nein, es endet da. Also du sitzt am Ende sitzt du vor allem, auch das Ende ist ganz schön, du hast halt nicht nur die Entscheidung, sondern der Verschwörer-Roboter drückt dir halt eine Waffe in die Hand und sagt, sobald wir an der Oberfläche sind, was an der nächsten Station ist, wirst du synchronisiert. Mit dem Netzwerk. Okay. Also unten ist kein Empfang, du wirst dann synchronisiert mit dem Netzwerk und dass du über die Verschwörung Bescheid weißt, wird dann ins Netz eingespeist. Wenn du willst, dass alles so bleibt, erschießt du mich. Ansonsten musst du verhindern, dass du dich synchronisierst und dich selbst erschießen. Und das ist einfach nochmal ganz schön, weil es der ganzen Entscheidung noch ein bisschen mehr Tragweite gibt. Und das ist wirklich nur ein Roman, also sind mehr oder weniger stillstehende Bilder, auch wenn es schöne 3D-Animationen sind. Aber eigentlich ist es nur, du klickst dich nur durch Textfenster. Aber ganz schön unterhaltsam, irgendwie 5 Euro oder so, das kostet, kriegt man überall für einen Apfel und einen Ei. Auch die ganzen Telltale-Games fand ich auch sehr geil, stimmt. Um das doch nicht zu vergessen. Also ich habe die Game of Thrones-Dinger, glaube ich, gar nicht so verfolgt wie die Walking Dead. Okay, ja. Also ich habe 2 habe ich auch selber gespielt. Aber mehrere Teile, ne, davon meine ich dann. Naja, aber das ist ja immer in 5 Episoden unterteilt. Auch, wie hießen diese Sherlock-Games, wo es GameTube da gespielt hat? Die fand ich auch geil. Ich glaube, die heißen einfach nur Sherlock, oder? Oder Sherlock Holmes wahrscheinlich. Also ich fand halt irgendwie, nicht die letzten, sondern davor die Rätsel fand ich so geil. Irgendwann waren sie mal an so einem leeren Bahnhof oder sowas, wo nichts war, wo so ein See daneben war. Ach ja, genau, wo der Zug verschwunden ist. Genau, wo ist der? Diese Stimmung fand ich super. Aber halt auch, wie sie es gespielt haben. Das halt auch, die haben halt gespielt, darüber sich Gedanken gemacht und geredet und nicht versucht zu moderieren oder unterhalten. So. Und das fand ich auch total schön. Also, auch schöne Indie-Entwickler tatsächlich, Supergiant Games. Okay. Die haben halt 3 Spiele bisher gemacht. Bastion, was so ein bisschen wie so ein 16-Bit-Abenteuer auf dem Super Nintendo ist. Sebastian. Nur Bastion. Aber viel, viel schöner. Viel schöner als Sebastian. Nein, viel schöner als ein Super Nintendo-Spiel. die auch bekannt sind tatsächlich für super Soundtracks. Also die haben auch so einen Hauskomponisten und eine Sängerin. Ja. Im zweiten Teil, im zweiten Spiel, das ich am besten finde, Transistor, schlüpft man in die Rolle der Frau, so eine Sängerin, die ihre Stimme verloren hat in so einer digitalen Welt und muss sich selber seine Moves zusammenbauen. Also die Spiele leben halt maßgeblich vom Art-Design. Ja. Und das sieht halt immer fantastisch aus. Und das dritte, was sie jetzt neu haben, ist so eine Art Sportspiel. Aber so eine Mischung aus Sportspiel und Rollenspiel. Klingt gut. Also sehr unterhaltsam, alle Spiele. Sehr viel Liebe drin. Liebe muss drin sein. Das ist ja auch das Wichtigste überhaupt, Freunde. Ja, aber ich meine, da haben wir ja... Haben wir viel gesagt. So. Und wenn ihr mit uns Tetris Online spielen wollt,
dann entweder @fürnüssepod auf Twitter oder... Habe ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Ja, aber du kannst ja jetzt mal zum Ende, das wäre so. fürnüsse@gmail.com. Ja, oder geht auf fürnüssepod.com. Schreibt uns Kommentare unter dem Podcast bei YouTube für Nüsse mit Dirk und Klaus. Genau, da hört jederzeit unterwegs, entweder auf Podcast Addict oder der iTunes Podcast App für Nüsse mit Dirk und Klaus. Haben wir das jetzt eigentlich für Oscar gesagt oder für alle anderen auch? Tja, dann heißt es wohl jetzt Game Over.